So, da bin ich wieder. Fossilienmine. So, hier. Das ist wirklich, kann ich es erkennen. Na gut. Was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße, was ist das denn? Jetzt kommt's aber knüppelig. Zurück zu Final Fantasy 9. Ich habe mich ein kleines bisschen vertan. Ich bin gerade in den Wald gelaufen und Mene hat immer noch gesagt, dass es keine Karten gibt. Aber wir haben die Möglichkeit, zwei neue Schätze zu holen. Und zwar Sandbank der Sicht und den kleinen Strand. Den kleinen Strand mache ich mal zuerst. Und ich drücke immer einmal zu viel. Egal. Wir müssen zurück über die Brücke. Und dann ist der kleine Strand hier unten. Bedenkt bitte, ihr könnt nicht durch dieses tiefe Wasser laufen. Hier das. Ihr seht jetzt den farblichen Unterschied hier. So, der kleine Strand ist hier hinten. Da ist er. Ne, hier ist er. Oder? Ne, da vorne. Entschuldigung. Gucken, ob ich das ungefähr so hinkriege auf dem Bild. Ja, dafür muss ich aber so machen. So. So. Ja. Zack. Ja, da ist ein Ogerstock. Na geil. Okay. Dann hätte ich noch die Sandbank der Sicht im Angebot. Boah, ich drücke immer zu viel Kreis, ey. Gut, auf jeden Fall müssen wir dafür... Erstmal zurück an Land und dann einmal komplett hier rüber. Und dann geht es hier irgendwo auch nochmal an einem Strand runter. Hier, genau hier. Und da hinten, hier, das ist die, bin ich richtig? Nee. Doch, hier müsste es sein. Irgendwo hier. Nee, dann ist es hier. An dieser Sandbank. Irgendwo hier gibt es bin ich richtig? Nee, ich bin zu weit. Moment. Nee, das müsste... Oder? Was haben wir hier? Was ist das Ding da? Ich glaube, das hier ist es, oder? Ja, das sieht besser aus, ne? Ja, das ist es. Ja, ich sehe schon. Okay, jawohl, da ist der Schatz. Phoenix Feder. Alter, Zauberumhang. Der ist für Vivi. Geile Sache. Ich gleich direkt mal an. So, zurück an Land. Sehr schön. Und dann geht's mal ab in die Mine. Morast, wo haben wir den jetzt? Morast, wo haben wir dich? Hier ist die Brücke, dann muss der Morast irgendwo hier sein. Hier ist er. Ja. Gut. Auf geht's. Da steht jetzt dieser komische Mockmeier. Der interessiert mich aber überhaupt nicht. Ich muss jetzt tatsächlich Quinna mit in die Truppe aufnehmen. Da ist er. Hunger. So, jetzt gilt es, einen Frosch zu sammeln. Da haben wir schon einen. Den
Dann gebe ich jetzt Quinn einfach mal in die Hand. War es ein Frosch bei dir? Der Frosch sieht gut aus. Ich liebe Frösche. Wer oder was bist du? Ich, Mampf, bin Quinner. Möchtest du diesen Frosch hier haben? Und wie? Und wie? Kannst du gerne haben. Ein Mann, ein Wort. Dankeschön. Das ist jetzt mein Frosch. Das ist richtig. Oh, wenn er mal da. Quäl. Lustige Viecher auf jeden Fall. Das Fangen unserer heimischen Frösche ist ein leichtes, aber den Weg des Essens ist lang und voller Tücken. Aber Meister Quäl, unsere Frösche sind göttlich. Noch nie sind mir saftigere Frösche begegnet als die hier bei uns. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall schließt sich gleich Quinner unserer Truppe an. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil er kann uns den Weg öffnen zur Mine, wo wir hin müssen. Ich komme mit. Was ist denn los, Vivi? Der Chefkoch da. Der sieht aus wie mein Großvater. Der sieht deinem Opa ähnlich, dieser Meister Quäl oder wie der heißt. Ja, vielleicht kennt er ja meinen Großvater. Ich gehe ein bisschen mit ihm reden. Was gibt es, Schwampf? Habe ich was im Mundwinkel? Nein, aber kennst du meinen Großvater Quan? Einen alten Tatterkreis, der so heißt, kenne ich nicht. Großvater Quan war wirklich etwas merkwürdig, aber woher kennst du ihn? Das kann ich dir nicht sagen. Großvater Quan sah fast so aus wie du, Meister Quäl. Natürlich, wir Kuh stehen alle gleich aus. Weißt du echt nichts über ihn? Nein, ich habe wirklich keine Ahnung. Jetzt verpisst euch. Sehr verdächtig. Na gut, egal. Kann man nichts machen. Na gut. Okay, damit ist Quinner offiziell Teammitglied. Ihr seht's. Er darf auch dieselben Sachen tragen wie ein Magier. So, ich lege aber jetzt erstmal dir. Nanu? Ah ne, halt. Umhang. Umhang ist hier. Zaubermann. Cooles Teil. Zauber wird erhöht um 2. Abwehr 21 von 9. Also das Ding ist schon richtig krass. Und die Zauberabwehr steckt auch nochmal um 2. Ja, also sobald ich die Götterspeise hier erlernt habe, lege ich das definitiv an. Und Quinner wird wahrscheinlich jetzt optimal den Zauberumgang kriegen. Jawohl, so ist es. Aber es ist mir erstmal egal. Kraftgürtel, okay, kannst du alles behalten. Angriff von 42, aber bei ihm ist das so wie bei, ich sag mal, bei Final Fantasy 12 mit den Hammerwaffen. Die Gabeln variieren den Schaden. Also es kann mal mehr sein, mal weniger. Völlig unterschiedlich. Ich mach erstmal alles an, was geht. Ja, mehr geht eh nicht. Sehr schön. So, dann mal auf zur Mine. Quinner, wo gehst du hin? Ich rieche Frösche. Mampf. Lass die Frösche zufrieden. Hilf uns, Ärger zu finden. Hier geht es zu den Fröschen. Jetzt warte doch. Und da stapft er dahin. Und siehe da. Frösche. Und ein Eingang. Jetzt ist er mir schon wieder weggeflutscht. Vergiss die Frösche. Schau doch, das ist der Eingang zur Mine, den wir gesucht haben. Tatsache. Habe ich vorher noch nie gesehen. Gehen wir da wirklich rein? Aber hallo, wie wir da reingehen? Vielleicht kommen wir so zum äußersten Kontinent. Ja, dann mal los.
kleiner Schnitt. Momentchen. So, da bin ich wieder. Fossilienmine. Was haben wir hier? Das ist wirklich, ich kann nichts erkennen. Na gut. Was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße, was ist das denn? Jetzt kommt's aber knüppelig. Und tschüss. Also gegen das Ding zu kämpfen macht keinen Sinn. Das Ding ist saustark. Das ist ungefähr so wie der erste Dämon, weil im Final Fantasy 12 in der Grabstätte. In der Grabstätte Wraithwall. Mampf! Das war aber haarscharf. So was Blödes. Nun ist die futsch, die schöne Droschke. Hallo Lani. Boah, wärst du mal echter. Ich finde die Frau rattenscharf. Na gut. Ich bin Lani und bin auf der Suche nach Prinzessin Garnet auf Befehl ihrer Majestät Königin Brain. Auf Mutters Befehl? Was möchte Mutter denn von mir? Aber eines schon mal vorweg, nach Alexandria kehre ich nicht zurück. Eigentlich ist die Königin noch gar nicht so sehr an dir interessiert. Was soll das denn heißen? Vielmehr an dem Gegenstand, den du aus dem Schloss entwendet hast. Aha. Ich bin mal so dreist und verlange ihn zurück. Ihre Majestät besteht nämlich darauf. Okay. Aber, wir wollen doch nicht unvernünftig sein, oder? So viel Glück, wie du vorhin hattest, hast du kein zweites Mal. Wenn du weißt, was Gesundes für dich ist, dann gibst du ihn mir. Also sei brav und rück dieses verfluchte Teil raus. Dieses Höllengefährt, vorhin hast du als auf uns gehetzt? Der Junge kapiert schnell. Und naja, wenn die Prinzessin dabei umgekommen wäre, tja, im Schloss hätte wohl niemand geweint. Was willst du damit sagen? er kapiert wohl doch nicht so schnell. Als ich meinen Auftrag erhielt, da hieß es jedenfalls nichts von und der Prinzessin darf auf keinen Fall was zustoßen oder so ähnlich. Mutter würde doch niemals. Wo jetzt? Sonst komme ich mit Attacke bei Ding da. Was ist mit dem 1 Akt? Ich habe die Schnauze voll. Und ab geht's! Lani. Also. Lani wird sich hauptsächlich auf die Prinzessin konzentrieren. Deswegen steht sie irgendwie auch hinten. Und du, also sie dann, muss auf jeden Fall klauen, was das Zeug hält. Denn ich bin mir fast sicher, dass Lani eine ganz bestimmte Waffe, und zwar für sie dann, dabei hat. Muss ich mir aber gleich mal angucken, was das genau ist. Aber das ist schon mal gut. Und jetzt haben wir noch zwei Waffen zu holen. Und zwar bekommen wir für sie dann das Gladius. Und für Steiner gibt es ein Korallschwert. Das ist nicht verkehrt. Da ist das Gladius. Ihr seht, der Schaden variiert.
Feuerelement auflöst. Das wusste ich aber auch nicht. Na gut. Europa. Oh. So, das Korallenschwert bitte noch. Du sammelst dich nochmal eben. Korallschwert bitte. Da-da-da-da-da. Na komm schon, sie dann. Oh, ich sollte vielleicht klauen, ne? Den krieg ich gar nicht mal auf den Sack hier. Also bin ich. So, jetzt aber. Klau sie dann. Mach hin.
Meine Fresse, ey. Kann ich die eigentlich irgendwie blind machen oder so? Das wäre es natürlich jetzt so. Ich könnte aber die Protest geben. Und Shell. Das ist aber eine Idee. Da ist es. Oh, es war ein Korallschwert. Was habe ich gesagt eben? Ne, Korallschwert war es, ne? Jo, Korallschwert. Alles gut. Heißt, ich darf draufkloppen. Alles geklaut. Sehr schön. Jetzt geht's ab hier. So, jetzt haut Vivi alle mit dem Zauber raus und geht. Du schälst dich nochmal eben. Jawohl. Und jetzt geht's ab hier. Extra. Süßer Schaden mittlerweile. Süß. Was tust du da? Na, was wohl? Bam. Zack. Das dürfte alles gewesen sein jetzt. Jawohl, so sieht's aus. Boah, die Titten. Das ist richtig. Dann verpiss dich doch. So. Hier geht's zur Mine, aber ich laufe nochmal zurück, denn wir haben noch die Chance auf ein Elixier. Hätte ich gerne. Ich weiß gar nicht, ob mir jetzt hier tatsächlich Feinde über den Weg laufen. Bin doch. So, ich habe Schwertseele gelernt. Das bedeutet, ich darf... Ah, das sind meine beiden neuen Waffen hier. Gladius habe ich gerade geklaut. Detonator habe ich mir gebaut. Ich mache zuerst den Gladius. Und Level Up ist noch nicht... Ah, warte mal, das muss ich noch anlegen, ne? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das kann weg. Und Level Up kann rein. Sehr schön. So. In diesem Räumchen, wo... wo das Monster gewartet hat, gibt es jetzt für uns eine Kiste mit einem Elixier. Jawohl, das wollte ich haben. Boah, ist das lang hier, ey. Junge, Junge, Junge.
So. Angekommen im tatsächlichen Teil der Mine. Erwartet uns hier auch wieder eine Gargantula. Und das hier ist unser Transportmittel. Den können wir benutzen. Genau so ist es. Wir müssen hier was zu fressen geben. Zack. Hüpf und los geht's. Jawohl, angekommen im Inneren der Mine. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Ciao, tschüss.